So, moin und herzlich willkommen zum Blitzpanzer-Video und zwar von der Maus, der Stufe 10er Heavy-Panzer der deutschen Einheit. Und ich muss dazu ehrlich sagen, dieses Ding ist absolut pure Liebe. Und ich habe euch verschiedene Gameplays mitgebracht, zu den technischen Details gehen wir dann später im Video drauf ein. Also, Maus ist das absolute, schwerste, gut gepanzerte Ding, was man öfters mal sieht. Hat 3000 oder über 3000 Hitpoints, je nachdem wie ihr spielt. Und hier das erste Gameplay ist einfach ein absolut normales Gameplay. Das ist etwa das, was man plus minus so pro Gefecht erleben darf. Ich habe nun meine 100 Gefechte abgeschlossen und kann das Ding wirklich als gut empfinden. Ja, man kann schon sagen, die Maus mit ein bisschen Perfektion ist absolute Liebe. Also ihr seht hier, ich fahre sehr, sehr aggressiv und das müsst ihr auch. Ihr werdet auch merken, dass ich in all den Gameplays nie den Turm oder die Wanne versuche gerade zu halten. Also anwinkeln ist hier sicherlich die Lösung für jegliche Probleme und deswegen mache ich sowas auch. Eher ein 100er suchen, schwere Dinger suchen, irgendwelche Heavys mit wenig DPM suchen und dann einfach nur versuchen, einzelne Schüsse auszutauschen mit einem guten Winkel. Könnt ihr davon ausgehen, dass das meiste eh nicht durchkommt. Das bedeutet, Umblickbereich auf Touch unbedingt reinmachen bei einer Maus und dann immer anwinkeln. Zum Anwinkeln komme ich dann noch, aber das ist so das Ding, wie ich spiele. Wirklich frontal, ihr gehört mit der Maus absolut zuvorderst hin. Ihr müsst eure Hitpoints, eure Lebenspunkte einbringen und dann könnt ihr ordentlich Ärger machen. Ja, nehmt APCR mit, ihr braucht APCR. Ich habe jetzt auf DPM und nicht auf Durchschlag gesetzt und die DPM ist ja wirklich nicht die beste, muss man sagen. Dafür habt ihr eine Menge Hitpoints und ihr merkt hier, er hat 100 hat auf mich geschossen, war angewinkelt, VK hat danach auf mich geschossen, direkt zum VK anwinkeln, Turm nie gerade und dann hast du eben genau solche Runden. Also die Gegner verzweifeln teilweise echt an euch und das macht halt dann wirklich Spaß. Ich werde alle Gameplays, die ich hier zeige, im Platoon fahren, denn die Maus hat sich bei mir wirklich als Platoon-Partner erwiesen. Ihr seid einfach schlichtweg zu langsam, um hier alleine was reißen zu wollen. Wollt ihr wirklich erfolgreich fahren, wollt ihr eine 60er, 70er, 80er Winrate fahren, dann muss das Ding im Platoon gefahren werden. Denn nicht, dass ihr schnell sterben würdet, aber ihr steht halt sehr, sehr oft einfach alleine und müsst danach versuchen, das Ganze auszubalancieren. Und das funktioniert halt schlichtweg wenig. Ich spiele übrigens wirklich, auch wenn ich zu Beginn dachte, es funktioniert nicht gut, Herrscher damit. Das funktioniert ganz gut, weil ich sehr oft schon bereits an den ersten Cap fahre und der mir gehört, weil eben Gegner verzweifelt sehr, sehr oft. Also ein bisschen was an Schaden, ein bisschen was haben wir gebounced in diesem Gameplay, zwei, drei Sachen erzählt, wie ich das Ding spiele und nun werden wir uns nach diesem Gameplay verschiedene Situationen meiner Meinung nach anschauen, die auch wirklich nur mit einer Maus funktionieren. Das Ding fühlt sich an wie so ein ganz, ganz schwerer Boxer. Vollgas rein, ne, kriegst du drei, vier Schläge ins Gesicht. Meist passiert da sehr, sehr wenig. Und dann kannst du wirklich anfangen, Leute zu ärgern. Doppelmaus habe ich hier nicht versucht. Müsste bestimmt auch gehen, ist aber so eine Mobilitätssache. Also, ihr habt hier ein Gefecht gesehen. Frontal drauf, aggressiv spielen. Dort, wo es Panzer gibt, nicht lange überlegen und gib ihm. Nur ein bisschen was an Schaden ist hier zusammengekommen. Ist knapp mein Durchschnittsschaden auf der Maus. Ihr seht hier eine zweite Situation und zwar, man kann mit einer Maus auch wirklich mal ein Gefecht drehen. In diesem Gefecht sah es so aus, als würde alles in die Hose gehen. H1P, der mit mir im Platoon war, wird gleich platzen und ich versuche danach den Gegner so lange zu beschäftigen, wie es nur geht. Auch das ist eure Aufgabe. Wirklich Gegner beschäftigen, die zu euch locken, die versuchen aufzuhalten und dann einfach beten und hoffen, dass irgendjemand euch aushält. Achtung, die Maus, die brennt sehr, sehr oft. Ihr werdet das sehen. Außerdem habt ihr noch ganz verschiedene Module, die permanent kaputt gehen. Hier versuche ich natürlich als erstes einen One-Shot rauszunehmen. Das geht auch wunderbar. Und dann muss ich aushalten. Aushalten, aushalten, aushalten und mein Team, hoffentlich helfen die auch. Ihr seht, ich habe einen Jagd-D vor mir. Ich habe alle drei Gegner sind vor mir. Und ich versuche dann immer auf den zu schießen, der am wenigsten Hitpoints hat. Gegen die Foch habe ich mich auch angewinkelt, allerdings nach hinten. Ja, das funktioniert auch. Und jetzt einfach irgendwie überleben. Irgendwie überleben. Ersten habe ich selber rausgenommen. Der Jagd, der hat sich zurückgezogen. Der Foch wird mich leider anzünden, weil eben genau dort, wo die Gegner durchkommen, da sind auch die Module. Den WT ist geplatzt. Der Foch wird mich hier noch rausnehmen. Aber ich habe so lange ausgehalten, dass mein Team etwa wirklich profitieren könnt. Und auch das ist eure Aufgabe. Mit der Maus übrigens Gegner zu pennen, ist nicht besonders schwer. Das liegt daran, dass euer Panzer sehr, sehr hoch ist. Und auf alles, was ihr ballert, ballert ihr runter. Und runterballern bedeutet immer, dass der Winkel vom gegnerischen Panzer meist nicht der beste ist.
Hier das nächste. Ich bin ziemlich alleine. Bin an die Außenflanke gefahren, wie ich das mit nur so einer Maus mache. Denn mir passiert wenig. Ihr seht hier den Winkel, den ich versuche einzuschlagen. Der war ein Stückchen zu wenig. Aber Wanne anwinkeln plus Turm dann noch mehr anwinkeln. Zum Anwinkeln komme ich dann aber später noch, wie gesagt. Hinter mir kann ich auf den Kollegen schießen. Die Haie ist absolut pure Liebe. Die sitzt übrigens. Die Kanone ist durchschnittlich gut bei der Maus. Aber da ihr eh sehr, sehr oft sehr nah am Gegner seid, ist das überhaupt kein Problem. Aber wunderschön hier Haie verteilen. Die Situation wollte ich euch noch gar nicht zeigen. Aber jetzt kommt ein AMX-50B vollgeladen, ein T-57 Heavy vollgeladen. Und ich muss jetzt so lange überleben, bis mein Platoon-Partner kommt. Deswegen auch ein Platoon-Partner. Erster Schuss mit Haie sitzt. Und dann winkeln. Erster Bounce. Zweiter Bounce. Dritter Bounce. Also ihr merkt hier, ne? Das geht. Viertes Mal hat er daneben geschossen. Und nur mit der Maus funktioniert sowas. Offene Fläche, Wanne anwinkeln, Turm anwinkeln und dann raus und gib ihm. Und dann muss man aber auch wirklich raus. Man muss die Zeit gewinnen, bis der Platoon-Partner hier kommt. Und dann vorwärts machen. Ich glaube, solche Situationen gehen eben nur mit der Maus. Aber es ist gefährlich. Die Maus muss trotzdem gespielt sein können, denn ihr befindet euch permanent in Situationen, die gefährlich sind. Hier fresse ich noch einen ordentlichen Schuss von einem Kinderwerfer. Ja, auch das Ding kommt durch, wenn ihr gegen ihn nicht angewinkelt seid. Zack, da haut es mir eine rein. Ist aber nicht schlimm, zu diesem Zeitpunkt ist das Gefecht bereits durch diese Situation unter anderem gewonnen. Die nächste Situation genau die gleiche. Ich war hier rückwärts, weil ich gemerkt habe, oh, ein VK kommt auf mich zu. Ich bin hier bereits im Winkel. Ich werde auch immer versuchen zu winkeln, wo es geht. Denn ich habe ultra große, flache Flächen an der Seite, wie auch am Turm, und immer versuchen anzuwinkeln. Ihr merkt, ich versuche möglichst nie zum Gegner zu gucken. Der Turm ist so angewinkelt, dass der Lüftungsschacht, der vorne drauf ist, genau in der Ecke vom Turm steht, und hier kann man eben wirklich arbeiten. Gegner Fehler machen lassen, rausgehen, direkt wieder winkeln und zurückgehen. Rausfahren, schießen und wieder zurückgehen. Es ist so ein simples Spiel, aber es funktioniert in 80-90% der Fällen. Mit der Maus müsst ihr allerdings aufpassen. Habt ihr Gegner im Gegnerteam, die wirklich gut spielen und die ordentlich auch Heat verwenden, dann werden sie euch durch den Turm ballern. Wenn ihr also merkt, ich stehe mit der Maus hold down und der erste geht mir durch den Turm, der zweite geht mir durch den Turm, dann versucht es gar nicht mehr, denn man kann eine Maus schon penetrieren. Links und rechts an den Turmbacken, wie an den unteren Frontplatten, kommen alle durch. Also, was gibt es zu sagen? Ein absolutes Monster. Ziemlich einfach meiner Meinung nach. Grundsolide zu spielen, um das zu perfektionieren, das gehört dann schon ein bisschen was dazu. Aber das Anwinkeln lernt man sehr, sehr schnell. Darauf gehe ich noch rein, wie versprochen. Und dann kann man schon sehr, sehr gute Ergebnisse mit der Maus erzielen. Denn es werden so viele Fehler verziehen. Ihr habt eine grundsolide Kanone, ihr habt jetzt nicht die größte DPM, dafür habt ihr 3000 Hitpoints. Und. Ich zeige euch hier nochmal so ein Gameplay, was ich so als ein bisschen besser empfand. Denn auch hier habe ich ein Gameplay für euch, das zeigt, dass man mit einer Maus auch mal so ein Gefecht fast alleine stemmen kann. Also, ich fahre mit der Maus hier, wie ich oft versuche, möglichst schnellst dorthin, wo es Gegner hat. Also zentral fahren. Ihr müsst wirklich pokern. Wenn ihr keine Gegner vor euch habt, wird die Maus auch nicht euer Panzer werden. Das ist völlig klar. Der lebt wirklich davon, dass ihr direkt vor dem Gegner steht. Ist kein Sniper oder was auch immer, ne? Bitte nicht auf dem Hügel mit der Maus rumstehen. Das wäre schade für den Panzer selber. Möglichst aggressiv. Ich habe schon gesehen, da geht gar nichts auf. Also Vollgas Richtung Mitte, Richtung Kreisverkehr. Denn ich möchte Gegner sehen. Und so einfach habe ich gelernt, die Maus zu spielen. Wirklich einfach voll drauf. Achtung, voll drauf bedeutet nicht, dass man sich vor neuen Gegner stellt. Du bist lustig, neuen Gegner in einem 7v7. Nein, dass man sich vor allen Gegner stellt, um da sich zusammenschießen zu lassen. Ist einfach so. Deswegen ein bisschen Köpfchen dabei sein. Ich habe mich hier auch entschieden, nee, komm. Zack, schießen, winkeln. Direkt in den Winkel gehen. Nie gerade auf dem Ziel. Ihr merkt, der Turm ist hier angeschrägt. Die Wanne war so ein bisschen angeschrägt. Das muss auch sein. In diesem Gameplay wird sehr schnell dazukommen. Und zwar geht es hier um die Probleme, die eine Maus hat. Du bist halt der kleine, dicke Junge, der beim Sport nur sehr, sehr langsam rennt. Und weil alle anderen sehr schnell sind, kann es oft sein, dass du alleine bist. Simpel und bildlich erklärt. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass du dann oft gegen 3, 4, 5 oder gar 7 Gegner irgendwie noch kämpfen musst. Und das ist halt nicht besonders einfach. In diesem Gameplay werdet ihr auch sehen, was passiert, wenn der Gegner
keinen Bock auf Heat oder APC oder grundsätzlich Premium-Munition hat und wenn die schlecht koordiniert sind und so eine Maus unterschätzen. Direkt wieder versuchen anzuwinken, ne? Manchmal treffen die Jungs auch nicht. Die Trefferzonen von der Maus sind jetzt auch nicht so, so einfach zu treffen. Immer hin und her wackeln, damit ermöglicht ihr euch noch mehr Chancen, um wirklich hier was bouncen zu lassen. Also, Vollgas auf den Gegner. Ich merke, unser Team, naja, geht so, ne? Ich habe nochmal hinten auf einen anderen Kollegen geschossen, weil ich wollte, dass der danach One-Shot ist. Und dann geht es hier um Fokus. Ich und Hauga im Platoon bitte auf den gleichen Panzer schießen. Das ist jetzt kein mausspezifischer Tipp, sondern der gilt grundsätzlich. Und dann anfangen zu cappen. Die Caps stehen auf unserer Seite und wir werden ganz, ganz schnell zu zweit noch sein. Oft erlebe ich auch, dass die Leute teilweise gar keinen Bock mehr haben, wirklich auf euch zu schießen. Also auch hier wieder ranfahren, anwinkeln. Ranfahren, anwinkeln, ranfahren, anwinkeln, hin und her wackeln. Hin und her wackeln ist wichtig und dann kann es auch mal klappen. Funktioniert oft. So, wir sind also nur noch zu zweit. Hauge hat sich hier entschlossen, ein bisschen nach vorne zu fahren. Wir wissen, wir können uns jetzt massiv eincampen, aber leider passiert es hier. Augi wird noch ein paar Schüsse fressen und ich stehe dann sehr, sehr schnell alleine da und kann mich gegen zwei, glaube ich, oder drei Gegner hier nochmal kloppen. Das ist ein Problem. Gut überlegen, wo ihr steht. Mit der Maus auch wichtig, ne? Wenn es ums Gelände geht, immer etwas zum Sidescrapen. Nicht komplett auf offene Fläche stellen. Irgendwo, wo es Hügel oder Häuser hat, wo man Sidescrapen kann. Wobei man kann eigentlich an jeder Ecke so ziemlich Sidescrapen. Und dann klappt das schon. Also die S7, die werden wir noch ein paar Mal sehen. Hab jetzt einfach eine HE gesetzt auf die Ketten, um den irgendwie abzuhalten, dass er hier um die Ecke kommt. Hat trotzdem nicht gewirkt, ich wollte, dass Hauge abhauen kann. 1 gegen 3 oder 1 gegen 4, ich sehe es fast nicht. Hier fängt die Party an. Die S7 kommt auf mich zu, rammt mich, nicht die beste Idee. Direkt anwinkeln, anwinkeln, anwinkeln. Ihr seht, wann ist angewinkelt und Turm nochmal ein bisschen mehr. Von hinten werde ich auch beschossen. Sie drehen sich um. Den versuche ich sofort rauszunehmen, weil ich weiß, der hat eine gute Pen. Und jetzt wieder in zwei Richtungen anwinkeln. Ah, der hat wehgetan. Nie Turm gerade hin zum Gegner. Turm ist angewinkelt, Wanne ist angewinkelt. Und dann klappt das auch. Und jetzt sofort umdrehen. Hier den Kollegen rausnehmen, der einen Fehler gemacht hat. Und ich habe, wie oft erwähnt, Module, die hier kaputt sind. Mein Ladeschütze ist im Arsch. Ich muss saumäßig lange laden. Und hier geht es nur darum, hier könnt ihr euch den Winkel merken, der funktioniert meistens, ne? Schön nah ran, untere Frontplatte verstecken, APCR mitnehmen und anfangen zu ballern. Und wieder winkeln und rein, immer wieder genau das gleiche. Möglichst nah ran, winkeln, winkeln, winkeln. Ihr seht, ihr müsst zwei verschiedene Winkel haben, deswegen ist dieser Umblickbereich so wichtig. Und die S7 hat einfach keinen Bock, da durchzukommen. Ich habe aber so einen langen Reload, auch hier seht ihr es übrigens. Ihr seht, sehr, sehr hoch. Also dieser Schuss hätte auch durchgehen können. Aber Wargaming mag mich manchmal nicht. Und dann lässt er sich tot haben. Zu diesem Zeitpunkt ist das Gefecht übrigens schon gelaufen. Denn keine Ahnung, wo der letzte Dude ist. Der ist nicht vorgekommen. Ich wollte hier noch ancappen. Aber gewonnen haben wir es allemal. Jetzt haben wir eine Menge Gameplays gezeigt, die so ein Grundbasis-Ding bilden, wie man so eine Maus fahren kann. Es geht hier sehr viel ums Winkeln. Und es geht hier sehr viel darum, einfach an Sachen ranzufahren, wo es Panzer hat. Nicht irgendwie da groß ratzfatz machen, Vollgas rein. Aber das war nicht alles. Ich würde gerne auf die technischen Daten eingehen und euch zeigen, warum das ich bei der Maus zwei, drei Sachen anders eingestellt habe wie sonst. Wir sehen uns gleich in der Garage. So, da sind wir also nun in der Garage. Ich habe euch ja versprochen, euch noch das Zubehör, die Munition und so weiter und so fort zu zeigen. Technisch gibt es zur Maus wirklich wenig zu sagen. Es ist ein saumäßig gut gepanzertes Fahrzeug, hat eine normale Heavy-Sichtweite, nicht gerade den besten Tarnwert, das geht auch nicht. Wir haben hier nur, oder ich sag nur, 2489 DPM, also es ist keine DPM-Maschine, etwa 11 Sekunden Reload. Und dann macht die 460 Alpha. Der Einzelschussschaden ein bisschen höher als bei den Russen, aber tiefer als bei den anderen deutschen Fahrzeugen. Ihr habt hier mit der panzerbrechenden Munition 246, ist auch nicht die höchste, dafür habt ihr danach auf der APCR 311. Das reicht eigentlich aus, um alles frontal zu penetrieren, was man etwa so penetrieren kann. 65er HE ist hier nicht schlecht, das ist völlig in Ordnung, denn ihr macht ja 600 HE Schaden und das ist sehr, sehr hoch. Zielerfassung 4,3, hört sich nach viel an, aber das Ding ist einigermaßen
schnell im Einziehen und wenn ihr auf weite Schüsse macht auf Distanz, dann ist das nicht die genaueste Kanone. 8 Grad Gun Depression, mit der Gun Depression werdet ihr wenig Probleme haben, 24 Grad kann man die Kanone anheben, auch das ist das kleinste Problem. Wie gesagt, fährt 25 km vorwärts, dafür konstant 25 km, ist in Ordnung, das Ding muss nicht schnell sein. Mehr gibt es auch gar nicht zu sagen zu diesem Panzer, das ist eigentlich alles. Saugeil gepanzert, wenig DPM, mittelmäßige Kanone und das war's. Langsam. Gut. Vom Zubehör her mache ich hier so ein bisschen was anderes wie sonst. Ich bleibe hier auf Einziehen, denn ich mache oft, also warum mache ich das? Ich gehe komplett auf Einziehen. Nachdem, dass ich mich drehe, will ich schnell den Schuss abdrücken und drehe mich wieder weg mit dem Turm. Deswegen habe ich ja nicht lange Zeit zum Einziehen. Deswegen Vollgas auf Einnehmen. Hier allerdings gehe ich auf verbesserte Panzerung. Das sind diese 4% Wannen- und Turmpanzerung ermöglichen dir viel, viel, viel mehr Bounce als sonst. Glaubst du nicht? Ich habe es davor auch nicht geglaubt. Ich habe es getestet und muss sagen, ja, es ist spürbar deutlich, deutlich besser mit der Wannen- wie auch Turmpanzerung. Das ist das Erste, was sonst eigentlich ich nicht verwende. Bei der Munition ist es wie folgt. Nehmt wirklich genug APCR mit, ihr werdet es brauchen. 10 HE kann man hier machen, man kann es auch so anwenden. Ich habe hier zum Beispiel 38, 20 und 10. Habt ihr absolut genug Munition dabei. Beim Proviant habe ich hier Schutzset dabei und das hat ganz, ganz einen guten Grund. Schutzset habe ich dabei, weil ich ultra oft anfange zu brennen und weil ultra oft sonst irgendwas kaputt ist. Liegt daran, dass die Module in diesem Panzer genau dort versteckt sind, wo man eben durchballern kann. Von daher kann ich das Schutzset hier wirklich empfehlen. Danach die Schokolade und noch der verbesserte Treibstoff. Beim Verbrauchsmaterial Turbo weglassen, der bringt sehr, sehr wenig. Geht hier auf simple Sachen, Doppel-Repair-Kit und Adrenalin für die Notlage. Simples Ding, kann man so machen. Mehr gibt's auch gar nicht zu sagen. Gehen wir jetzt noch zum letzten Teil, wo ich dir gerne das Anwinkeln der Maus erklären möchte. Und wenn du das beherrschst in der Maus, dann wirst du wirklich Freude damit haben. So, du siehst also im Hintergrund das sogenannte Panzerungsprofil von der Maus. Das Ganze ist übrigens der WTB-Inspector, so heißt dieses Programm, was ich im Hintergrund verwende. Findet ihr auf Google, kann jeder von euch auch kostenlos verwenden. Untere Frontplatte, wenn ihr gerade hinsteht, 245 mm, da dürft ihr nichts erwarten, jeder kann euch da durchballern. Ne? Dahinter, durch das Kettenrad, könnt ihr auch durchballern, sind nur 195 mm, also passt auf, zeigt nicht die Kettenräder, die werden euch da durchballern. Obere Frontplatte, 328, müsst ihr aufpassen bei einem Jagd-D und oben am Turm habt ihr hier nur 250 mm, da ballen euch alle durch, unten und oben habt ihr jeweils schon über 300. Aber das sind nur die Werte, wenn man sich eben gerade hinstellen würde. Ich stelle mich etwa so hin. Ich zeige euch das danach, wie das aussieht. Dann haben wir hier seitlich 400, man kann noch mehr anwinkeln. So, hier seitlich haben wir schon 400 mm Panzerung und vorne haben wir auch fast 400 mm. Ein bisschen mehr können wir sogar noch drehen. Also ihr merkt, wie krass angewinkelt das ich bin. Ne? Ich winkel teilweise sogar noch zu wenig an. Das hier ist der Winkel. Und jetzt beim Turm müssen wir aufpassen, denn hier frontal haben wir immer noch 280 und hier seitlich haben wir 528. Und deswegen müssen wir den Turm eben nochmal weiter drehen. Dann haben wir hier schon 300, oben 400, noch ein Stückchen weiter. So, zack, jetzt haben wir 312 und seitlich immer noch 400. Wir können noch ein bisschen mehr. Dann sind wir hier schon bei 330 und 379. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie das hier aussieht. Und zwar könnt ihr euch das Ganze saugut merken, wie man winkeln kann. Diesen Winkel von der Schräge, das müsst ihr euch irgendwie merken, das müsst ihr euch einblenden, aber der Turm zur Wanne, das ist eigentlich einfach erklärt. Du siehst hier die Ecke von diesem Turm, den würde ich einfach genau auf die Ecke von dieser Lüftungsschacht oder was auch immer da ist. Ne? Kannst hier gut merken, etwa so kann man den so stehen lassen. Wenn ihr mit dem Panzer dann irgendwie trotzdem gerade zum Gegner hinsteht, dann kann ich euch auch erklären, wie man den Turm drehen kann. Wenn ihr nur den Turm aus irgendeiner Situation drehen könnt, dann können wir jetzt mal gucken, wie weit das wir müssen. 500 mm, 272 müssen wir noch mehr, 288 zu 451 noch mehr, 307, jetzt haben wir schon 300 mm, das ist nicht schlecht, kriegen wir noch ein bisschen mehr hin. 329 zu 374, das ist eigentlich nicht schlecht und auch das könnt ihr euch sehr, sehr einfach merken. Wenn ihr mit der Wanne gerade zum Gegner hinsteht, dann muss die Ecke hier unten links vom Turm gerade sein mit diesem Modul da unten. Also das sind die zwei Punkte, den und den, Ecke vom Turm vorne mit dem Lüftungsschacht und wenn ihr die Wanne auch angewinkelt habt, was ich euch empfehle, dann habt ihr hier diese Ecke, die muss kompatibel sein mit dieser Ecke. Und das ist alles, was ihr wirklich vom Anwinkeln wissen müsst. Das funktioniert.
ich denke mal, etwa zu 50%, 60%, 70%, um Bouncer zu provozieren, und dann macht die Maus auch richtig Spaß. Ihr merkt, ich selber hatte wirklich eine Menge Freude an dem Ding, habe über 100 Gefechte drauf, glaube ich knapp eine 75er oder 80er Winrate und über 3000 Durchschnittsschaden, trotz einem guten Platoon-Spieler. Ist machbar, dieser Panzer lohnt sich, falls ihr ihn noch nicht habt. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Ich weiß, das Mäuschen davor ist nicht das beste Ding, aber es lohnt sich alle Fälle. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mal wieder ein Video von mir zu sehen. Lasst einen Daumen hoch da, erzählt eurer Mutter davon, eurem Papa, eurer Cousine. Geht zu den Nachbarn noch Leuten, erzählt denen auch noch, dass ich neue Videos gemacht habe, damit die da vorbeikommen und Daumen hoch da lassen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ich will gar nichts sagen. Tschüssi.